Wie heißt der Mann? Stefan Derrick, Kriminalbeamter. Er leitet eine Mordkommission. Was bietet ihr? Eine 250.000. Wann? Ihr habt 14 Tage Zeit. Risiko? Normal. Nicht mehr, nicht weniger. Und der genaue Zeitpunkt? Kriegt ihr rechtzeitig. Die Adresse dieses Mannes. Seine Gewohnheiten. Kriegt ihr alles. Das Geld? 50% Vorauszahlung, Rest nach Erledigung. Wer garantiert das? Kaschonik. Okay. Stefan, eigentlich wollte ich der Erste sein, der dir gratuliert. Hast du mal Pech gehabt, schon im ganzen Hausraum. Allerdings. Vorsitzender der Koordinierungskommission des Europäischen Kriminalamtes EKA, das klingt doch gut, oder? Deswegen brauchst du mir nicht aus dem Mantel zu helfen. Das ist doch eine Riesensache für Wieso dich. Wieso denn? Ja, für uns alle. Also, das gilt von mir in meinem Alter. Aber so weit ist es noch nicht. Also, was gibt's Neues? Der Präsident möchte dich sehen. Mich auch. Wann denn? Ja, sofort. Man wartet auf uns. Hat er dir gesagt, was er von uns will? Ja, wahrscheinlich geht's um die kleine Feier wegen deiner Ernennung. Ja, aber deswegen brauchst du mir nicht die Tür aufzumachen. Raus, geh raus! Guten Morgen. Der Präsident erwartet Sie schon. Ah. Herr Derrick, bitte, kommen Sie herein. Morgen. Morgen. Guten Morgen, Herr Präsident. Morgen. Morgen, danke sehr. Guten Morgen. Vielen Dank. Danke. Die Bestellung ist jetzt amtlich. Ah ja, danke. Es wurde bereits veröffentlicht. Wir alle freuen uns natürlich, dass Ihre jahrzehntelange erfolgreiche Tätigkeit jetzt eine solche Würdigung erfahren hat. Es geht um die kleine Feier, die wir vorbereitet haben. Bitte. Ach, die würde ich gar nicht so wichtig nehmen. Mein Vorschlag wäre so unauffällig wie möglich. Ja, um die Frage geht es nämlich. Ob wir die Feier verschieben oder ganz entfallen lassen sollen. Warum? Wir haben eine Warnung bekommen. Jemand ist der festen Überzeugung, dass Sie, Herr Derrick, an dieser Feier gar nicht mehr teilnehmen können. Weil Sie dann bereits tot sein werden. Wir nehmen das ernst. Weil wir wissen, wer diese Warnung ausgesprochen hat. Wer? Albert Kaschonik, den Sie ins Gefängnis gebracht haben für 15 Jahre. Und er ist jetzt im fünften. Kaschonik, ja? Ja. Dieser Mann hat gesagt, er glaube nicht, dass Derrick diesen Tag überleben wird. Was halten Sie davon? Kaschonik ist ein eiskalter Hund und hat keine Moral, überhaupt keine. Wie man hat er das erzählt? Seinem Zellennachbarn. Und er hat ihm nicht verboten, es weiterzuerzählen. Kaschonik scheint es geradezu darauf anzulegen, dass es bekannt wird. Wie stehen Sie dazu, Herr Derrick? Der Mann hat immer gesagt, was er wollte. Er hat immer getan, was er wollte. Sollen wir Sie unter Polizeischutz stellen? Nein. Steffen, ich will... Nein. Wie sollen wir reagieren? Überlassen Sie das alles mir, bitte. Willst du eine ehrliche Antwort? Ja. Wenn es nach Kaschonik geht, bist du so gut wie tot. Das ist allerdings sehr ehrlich. Ja, du bist sein Todfeind Nummer eins. Und er hat eine große Familie. Die gehorcht ihm aufs Wort. Und die laufen ja alle frei rum. Ich habe Angst um dich. Wie lange habe ich noch zu leben? 14 Tage. Mein Kaschonik. Du, ich werde dich keine Minute allein lassen. Und wenn es sein muss, schlafe ich bei dir zu Hause auf dem Sofa. Und du wirst mich nicht dran hindern. Aber vorher darf ich ihn noch besuchen. Wen? Kaschonik. Guten Morgen, Herr Derrick. Ich habe damit gerechnet, dass Sie mich aufsuchen. Aber ich habe nicht gedacht, dass Sie es so schnell tun würden. Lassen Sie uns allein. Ja. Das Gute an der Situation ist, dass wir uns nicht verstellen müssen. Ich mag Sie nicht und Sie mögen mich nicht. Das ist richtig. Man muss sich setzen, ich bin ja hier zu Hause.
Man hat Ihnen also zugetragen, was ich gesagt habe. Ja. Sie stehen vor einer großen Ehrung. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass Sie sie überleben werden. Ja, das habe ich gehört. Dann wiederhole ich es jetzt. Ich bin sicher, dass Sie diesen Tag, auf den Sie sich möglicherweise sehr freuen, nicht überleben werden. Wollten Sie das von mir selbst hören? Ja, und ich wollte Sie dabei ansehen, um festzustellen, ob Sie immer noch der sind, der Sie einmal waren. Und? Sie sind noch der, für den ich Sie immer gehalten habe. Und dies festzustellen war der Zweck Ihres Besuchs. Sie haben mir meine Ermordung angekündigt. Ja. Ja. Das ja. Das wollte ich hören. Bringen Sie Herrn Kaschanik in seine Zelle, wo er hingehört. Nimm den Kopf zurück. Ich werde mich um seine Familie kümmern. Sie da? Mhm. Was machen Sie hier? Wenn Sie zuschauen wollen, kommen Sie am Abend und bezahlen Sie Ihren Eintritt. Wo finde ich Herrn Kaschanik? Ah ja. Ich glaube, jetzt erkenne ich Sie. Sind Sie nicht der Kriminalbeamte, der unseren Chef ins Gefängnis gebracht hat? Ja, das ist richtig. Und ich suche jetzt Herrn Walter Kaschanik, der die vielen Unternehmungen seines Bruders jetzt so weiterführt. Ich finde es ja ganz erstaunlich, dass Sie uns hier aufsuchen. Ja, ja. Aber Sie werden ja wissen, warum Sie es tun. Sag Kaschanik Bescheid, dass hier Leute sind, die ihn unbedingt sprechen wollen. Aber frag ihn erst, ob er auch will. Ja, schön, aber langsam. Oberinspektor Derrick? Wer ist hier? Soll ich ihn herholen? Nein, nein. Nee, nicht hier, nicht in dieses Büro. In Separé? Du machst die alte Bar auf. Ich weiß schon, warum der hier ist. Hm? Wenn Sie so freundlich sein wollen, nach oben bitte. Nach oben bitte. Herrschaften! Bewegt euch ein bisschen! Hilf von da! Hilf von da! Hilf von da! Ja! Da oben bitte. Danke bestens. Los, Herrschaften! Bewegt euch ein bisschen! Hilf von da! Hilf von da! Hilf von da! Ja! Herr Oberinspektor, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Das heißt natürlich, ich kenne Sie schon. Ich war ja jeden Tag bei den Verhandlungen, in denen Sie als Zeuge ausgesagt haben. Großartig. Ich dachte, der Mann redet so, dass kein Richter widersprechen kann. Das heißt. Aber dann hatte ich damit meine Schwierigkeiten. Es ging ja um meinen Bruder, der gegen Sie keine Chance hatte. Aber ich hatte das Gefühl, Sie haben das voll genossen. Ja, und jetzt bin ich neugierig zu erfahren, was Sie von mir wollen. Sie wissen, was man mir vorgeschlagen hat, ja?
Ach, diesen Eurojob. Ja, ja, ich hab's in der Zeitung gelesen. Eine große Anerkennung für Sie. Wollen Sie, dass ich Ihnen gratuliere? Nein, nein, nein. Dann sagen Sie mir, weshalb Sie hier sind. Mögen Sie Ihren Bruder? Das heißt, lieben Sie Ihren Bruder? Was für eine Frage. Es ist doch etwas ganz Natürliches, seinen Bruder zu lieben. Ihr Bruder ist verurteilt wegen Mord. Das weiß ich doch. Steht Ihre Frage im Zusammenhang mit dieser Tatsache? Ja, ja. In 14 Tagen, da soll die öffentliche Anerkennung sein im Rahmen eines kleinen Festes. Und Ihr Bruder hat mir mitteilen lassen, dass ich diesen Tag nicht erleben werde oder dass ich diesen Tag nicht überleben werde. Je nachdem. Das hat er Ihnen so direkt? Hat er. Das ist doch das Geschwätz eines zu lange eingesperrten Menschen. Macht Sie das nervös? Tut mir aufrichtig leid, Herr Oberinspektor, aber... Ich habe Besuch, Mama. Aber komm nur. Sicher kennst du diesen Herrn. Ja. Das ist Herr Oberinspektor Derrick, dem mein Sohn 15 Jahre Gefängnis zu verdanken hat. Dieser Mann besucht dich? Warum? Wie sag ich es meiner Mutter? Ich probier's mal. Mama, der Herr Oberinspektor steht vor einer großen Ehrung. Er wird irgendein hohes Tier in einer Europabehörde. Und mein Bruder hat ihm gesagt, dass er diesen Tag nicht erleben wird. War das richtig? Absolut richtig, ja. Kann ich etwas zu trinken bekommen? Aber natürlich, Mama. Darf ich Ihnen auch etwas anbieten? Ich glaube nicht, dass der Herr Oberinspektor mit unseresgleichen trinken wird. Das haben Sie gesagt. Tja, dann. Sind Sie deswegen hier? Um was zu trinken? Sie wissen schon. Mama! Es gibt natürlich Morddrohungen, die man nicht ernst nehmen kann. Aber ich glaube, den Herrn Oberinspektor quält die Frage, ob man diese ernst nehmen muss oder nicht. Ein Problem, das wir ihm nicht abnehmen können. Leider. Wie war es denn? Ja. Haben Sie Schwierigkeiten, Herr Derrick? Ich dachte, ein Mann wie Sie fühlt sich immer ganz sicher. Besonders jetzt, wo er nach Brüssel geht. Was ist los? Habt ihr nichts zu tun? Langsam. Ja, gut. Fließen. Zeitlupe. Ja, sehr gut. Ja, weißt du? Ja, was mehr? Ja, ganz entspannt. Sehr gut. Ach, du musst wechseln. Hol schon mal die Kugel. Du weißt was? Ja, du hast Besuch. Wer sollte mich denn hier besuchen? Herrn von der Kriminalpolizei. Sag Ihnen, dass jede Minute mehr Geld kostet, als die im Monat verdienen. Andrea Kaschonik. Aber Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Sie bei der Verhandlung gegen meinen Vater gesehen. Mein Onkel hat mir erzählt, dass Sie ihm die Frage gestellt haben, lieben Sie Ihren Bruder? Jetzt sind Sie wahrscheinlich hier, um mich zu fragen, lieben Sie Ihren Vater? Wissen Sie was? Ja, ich liebe meinen Vater. Sagen Sie, hat Ihr Onkel noch mehr erzählt? Ja, er hat mir auch erzählt, dass mein Vater eine Morddrohung geäußert habe. Im Zusammenhang mit einer großen Ehrung, die Ihnen, Herr Derrick, zuteil wird. Stimmt das? Ja. Und dass Sie auf der Suche nach Ihrem möglichen Mörder sind. Ja, wo ist das denn? Ja, wo ist das denn? Ist es wieder hier oder da? Oder
gerade in seiner Familie? Oder zwischen den Menschen, auf die mein Vater immer noch einen sehr großen Einfluss hat? Bin ich eine mögliche Mörderin für Sie? Ich nehme die Morddrohung durchaus ernst. Und ich untersuche die Umgebung Ihres Vaters und den möglichen Einfluss, den er immer noch hat. Auf mich hat er auch noch einen sehr großen Einfluss. Wollten Sie das hören? Ja, da kann ich ja wieder zurück ins Studio. Time is money, you see? Also ich glaube, so langsam machen wir uns lächerlich. Ach was, nein. Wer ist der Nächste? Der Nächste? Udo Templin, Sportstudent. In welcher Beziehung steht dazu Kaschonik? Das ist der Sohn von einem Freund von Kaschonik. Und dieser Freund wurde bei einer Schlägerei mal so übel zugerichtet, dass er den Rest seines Lebens in einem Rollstuhl verbringen kann. Moment bitte. Der da am schwarzen Samstag, das ist er. Du Udo, hast du mit der Polizei zu tun? Da sind zwei Herren von der Kriminalpolizei, die möchten nicht mal sprechen. Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Aber sie werden es mir sicher sagen. Hallo, Kriminalpolizei, habe ich gehört. Das ist Inspektor Brown. Mein Name ist Robert Inspektor Berg. Haben Sie den Namen schon mal gehört? Ja, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Also, vor 5 Jahren wurde Albert Kaschonik, das ist sein Freund Ihres Vaters, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Ja, und Sie waren es, der ihn zur Strecke gebracht hat. Kann man das so sagen? Nein, das kann man nicht so sagen. Wir haben nur unsere Arbeit getan und der Mörder hieß nun mal Albert Kaschonik. Ach, Sie sind derjenige, dem man jetzt einen Job bei Europol angeboten hat. Und? Ich habe gehört, dass es sich dabei um eine große Ehrung für einen verdienten Kriminalbeamten handelt. Wann sind das her? Das stand in der Zeitung. Und es war ein Thema in der Familie Kaschonik, die mir sehr nahe steht. Sie wissen, dass mein Vater Herrn Kaschonik so ziemlich alles verdankt. Sie haben ihm ja auch einiges zu verdanken, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Und wenn Sie einen Eurojob antreten, dann sollten Sie nicht vergessen, dass es unter Mördern auch Wohltäter gibt. Sie haben es mit dem Mörder zu tun. Ich mit dem Wohltäter. Ja, schon noch. Sie sagten vorhin, dass Sie der Familie Kaschonik sehr nahe stehen, nicht? Ich habe 2 zu Hause. Ein Zuhause, in dem mein Vater sich im Rollstuhl von Zimmer zu Zimmer bewegt. Und eins im Hause Kaschonik. Und dann kommt lange Zeit nichts. Bezahlt da jemand Ihre Ausbildung? Ja, Herr Kaschonik. Obwohl er im Gefängnis sitzt, ne? Auch wer im Gefängnis sitzt, ist noch in dieser Welt. Ja, ja, richtig. Er sagt seinen Leuten, das ist Udo. Der Sportstudent. Und ich will, dass man ihm hilft. Und das tun sie. Weil Herr Kaschonik, der im Gefängnis sitzt, es so will. Dieser Herr Kaschonik, ja, hat eine Morddrohung ausgesprochen gegenüber Herrn Oberinspektor Derrick. Gibt's denn jemand, der das macht? Mit der Frage habe ich nichts zu tun. Aber ich gebe zu, dass sie nicht uninteressant ist. Haben Sie Angst? Meine Aufgabe ist es, zu verhindern, dass ein Mensch ein Mörder wird. Komme ich in den Überlegungen vor? Oder sogar mein Vater? Würden Sie mich zu ihm begleiten? Moment mal, ich halte sehr viel von meinem Vater. Und ich denke, Sie sollten ihn höflich behandeln. Da machen Sie sich gar keine Sorgen. Vater, das ist... Ich kann es mir denken. Man hat mich bereits angerufen und gesagt, dass Kriminalbeamte unterwegs sind, die alle Mitglieder der Familie Kaschonik aufsuchen. Sind das Sie, Herr? Ja, das sind Sie. Na dann, herzlich willkommen. Ich danke Ihnen. Und entschuldige bitte. Setzen Sie sich. Von wem haben Sie erfahren, dass wir Sie möglicherweise auch noch aufsuchen werden? Frau Kaschonik sagte es mir. Dann rief mich auch Walter Kaschonik an und zum guten Schluss noch Andrea. Ja, können Sie uns sagen, wie man uns angekündigt hat? Ja. Herr Kaschonik, der, der im Gefängnis sitzt, hat Sie, Herr Oberinspektor, das sind Sie doch. Ja, bin ich, ja. Er hat sowas wie eine Prophezeiung gemacht, dass Sie, Herr Oberinspektor, einen gewissen Tag nicht erleben bzw. überleben werden.
Hat er auch gesagt, welchen Tag er da meint? Ja. Der Tag, an dem Sie Ihren Einstand in dieser Europabehörde geben. In 14 Tagen. Wie bewerten Sie das? Jetzt könnte ich erst fragen, wie hätten Sie es denn gedacht? Aber Herr Kaschonik hat immer noch gemeint, was er gesagt hat. Und er hat viele gute Freunde, die immer noch tun, was er von ihm verlangt. So dass ich jetzt ganz ehrlich meine, es kann gut sein, dass Sie diesen bewussten Tag nicht erleben werden. Nehmen Sie Urlaub, fahren Sie irgendwo hin und lassen Sie sich nicht feiern. So kommt niemand zu Schaden. Was kann ich sonst noch für Sie tun? Ah ja, Moment. Herr Kaschonik, also ich meine den, der im Gefängnis sitzt natürlich, ist der Freund, ne? Freund ist zu wenig gesagt. Ich verdanke Ihnen mein Leben, beziehungsweise das bisschen, das ich noch habe. Aber das mir sehr viel bedeutet. Und wenn nun Herr Kaschonik, Ihr Freund, Ihnen sagen würde, töte Derrick? Soll ich darauf wirklich antworten? Ich würde überlegen, wie groß mein Risiko ist. Und wenn Sie kein Risiko hätten, was würden Sie dann machen? Mann, Sie stellen aber Fragen. Was meinst du, war schon jemand dabei? Ich meine, meinst du, wir haben schon vielleicht mit jemandem gesprochen, der dein Mörder sein könnte? Na, wenn man, mit so lauter Leuten haben wir gesprochen, für die Morddrohung nichts Besonderes. Es ist keiner, der sich besonders aufgeregt hätte, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Mord. Na. Und mit diesen Morden, na ja, da leben wir doch in aller Ruhe weiter. So wie auch ich in aller Ruhe weiterlebe. Ja? Entschuldigung, ich bin Stefanie Bauer, der Polizeipräsident hat mich Ihnen überstellt. Ich bin Polizeipsychologin. Um wen sollen Sie sich kümmern? Um mich? Also, das machen Sie keine Witze. Sie sind ernsthaft in Lebensgefahr. Jeder Mensch ist ernsthaft in Lebensgefahr. Er weiß nur nicht, wie und wann. Trotzdem herzlich willkommen. Ja, aber diesmal wissen wir, wie und wann. Nehmen Sie das nicht ernst? Doch. Man wird Ihnen Folgendes vorschlagen. Der Festakt wird verschoben, also erstmal ja, auf irgendeinen späteren Zeitpunkt. Und Sie gehen in Urlaub. 3 Wochen. Ja. 4 Wochen? Ja. Bis Kaschonik sich in seinem Gefängnis da von seinen Lachsalven erholt hat? Nee. Ich mache einen anderen Vorschlag. Wir gehen heute Abend zusammen essen, alle drei. Ich lade Sie ein. Und dann gehen wir wohin? Ihr Bruder hat für ein kleines Problem gesorgt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen. Entschuldigung. Was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Aber warum beschäftigen Sie sich ausgerechnet hier damit? Dort hinter dieser Tür, da ist ein kleines Büro. Da hat Ihr Bruder seinen Kompagnon erschossen. In Notwehr, Herr Derrick, in Notwehr. Er hat einen Tisch bestellt. Ihre Zeugenaussage, Herr Derrick, hat dazu geführt, dass meinem Bruder die Notwehr nicht anerkannt wurde. Ich habe trotzdem einen Tisch bestellt. Ja. Thank you.
darf man das kleine besagte Büro, in dem Ihr Bruder seinen Kompagnon erschoss, vielleicht noch mal ansehen? Warum? Weil was dort angefangen hat, ja nun weitergeht. Haben Sie was dagegen? Nicht im Geringsten. Bitte sehr, Herr Bruder. Danke. Was will dieser Mensch wieder hier? Der Herr Oberinspektor wollte diesen Raum noch einmal sehen, weil Albert hier in Notwehr seinen Kompagnon erschossen hat. Reine Neugier oder Angst? In dem Sessel, in dem Sie jetzt so bequem sitzen, haben wir den Toten gefunden. Aber offenbar spielt das keine Rolle mehr. Darüber will ich mich mit Ihnen nicht unterhalten. Ich finde, das ist ein sehr bequemer Sessel. Und ich sehe nicht ein, warum ich ihn nicht benutzen soll. Der Tote, der in diesem Sessel war, der ist wieder lebendig geworden. Und zwar für Ihren Sohn im Gefängnis und auch für mich. Und wir sind jetzt mittendrin in einer Geschichte, deren Ende ganz interessant ist. Werden Sie mich morgen zum Kaffee einladen? Ich soll Sie einladen? Zu mir nach Hause? Warum nicht? Ja, wirklich. Warum nicht? Ich lade Sie also ein. Besuchen Sie mich morgen. Zur Kaffeezeit. Schon gehen. Die Höhepunkte kommen noch. Wir gehen ja da an gewisse Grenzen. Das sieht man. Ja, ja. Ja, Kaschonek, der wollte das so. Welcher? Welcher Kaschonek? Der im Gefängnis? Ja, ihm gehört doch noch alles hier. Hat mir gesagt, scheiß auf die Grenzen, geht drüber raus. Ah. Ja. Ja, gefällt's Ihnen nicht? Gefällt. Bleib doch im Wagen. Stefan, bleib im Wagen, lass mich vorgehen. Gib mein Hausschlüssel. Da. Gefällt dir nicht was? Nee. Na, was jetzt? Was, ja, jetzt bringe ich Stefanie nach Hause. Ich komme aber wieder zurück. Nein, das ist nicht nötig. Ja, es ist also nötig. Gut, ich will dich nicht daran hindern. Bring Frau Bauer nach Hause. Entschuldigen Sie bitte. Es tut gut, wenn man merkt, dass eine Angst um einen hat. Ja, Sie sollten wirklich nicht heute Nacht allein bleiben. Also auch hier bleiben. Ja, Derek. Guten Abend, Herr Oberinspektor. Vera Kaschonek hier. Es geht um die Einladung morgen Nachmittag. Wollen Sie absagen? Nein. Ich wollte nur fragen, ob es Ihnen etwas ausmacht, wenn wir nicht allein sind. Warum soll mir das was ausmachen? Erwarten Sie keine Freundlichkeit. Nein, sicher nicht. Da muss ja doch jemand mitgeteilt haben, dass wir gerade das Haus betreten haben. Herr Derrick! Wir wissen inzwischen, dass Kaschonek mit Leuten Verbindung aufgenommen hat, die bereit sind, für Geld alles zu tun. Mord inbegriffen. Die Überlegung ist nun, ob wir Ihren Festakt nicht einfach verschieben und Sie selbst in Urlaub schicken. Wenn ich das täte, dann wäre ich nicht mehr der Mann, der ich immer gewesen bin. Also, nein. Dann werden Sie von nun an keinen Schritt mehr tun ohne Personenschutz. Auch dazu, nein. Lassen Sie mich meinen normalen Dienst tun. Dann werde ich den Mörder schon aus der Deckung locken. Sie wollen tatsächlich heute Nachmittag Frau Kaschonek besuchen? Ja, pünktlich zum Kaffee.
Guten Tag, Herr Derrick. Guten Tag, Frau Kaschelnik. Das ist meine Enkelin. Guten Tag. Die Sie ja schon gesprochen haben. Ich habe Sie gebeten, dabei zu sein. Sie soll auch hören, was Sie zu sagen haben. Bitte. Bitte. Worum geht es? Ihr Sohn, Frau Kaschelnik, der hat seinen Kompagnon ermordet. Und der saß in dem Sessel, der jetzt immer noch im Büro ihres Sohnes steht und in dem fast schon jeder gesessen hat. Na und? Was regt Sie daran auf? Nun, es regt mich nichts auf. Ich frage mich nur, was empfinden Menschen, die sich immer mehr als Zuschauer sehen und nicht als Betroffene? Sind wir hier in einer Vorlesung, oder was? Schauen Sie, die Welt, in der Sie zum Beispiel leben. Ich lebe in einer völlig normalen Welt. Nein, das tun Sie nicht. Sie leben in einer Welt, die Sie sich selbst zurechtgemacht haben. Ich lebe in einer Welt, wo jeder um seinen Platz kämpfen muss. Und die Plätze, die zur Verfügung stehen, werden immer weniger und der Kampf um diese Plätze wird immer erbitterter. Wir sind keine Brüder und Schwestern, wie man mal geglaubt hat, sondern Konkurrenten. Und wenn ich weine, dann weine ich um mich und nicht um andere. Nein, kein Kaffee. Der Besuch ist beendet. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, Frau Kaschelnik. Es ging ja ziemlich schnell. Es hat gereicht. Wart mal. Entschuldigen Sie bitte, Frau Kaschelnik, die wollte, dass Sie dabei sind. Ich möchte Ihnen sehr gerne einen Vorschlag machen. Lassen Sie Ihren Wagen hier stehen, steigen Sie bei uns ein und ich muss Ihnen etwas zeigen. Mein Kollege, der wird Sie anschließend wieder zu Ihrem Wagen zurückbringen. Also ich weiß nicht recht. Ach, kommen Sie, wir fahren in die Residenz. Hier in diesem Saal wird eine Laudatio für mich gehalten wegen der Berufung in diese Euro-Kommission. Und ich werde natürlich mit einer Dankesrede antworten müssen. Bitte setzen Sie sich doch. Mein Kollege hier, der weiß natürlich, wovon ich rede. Sie sind eine sehr hübsche junge Dame und Sie wissen überhaupt nicht, wovon ich rede. Schauen Sie, die fertige Rede ist ja an sich gar nicht das Wichtige, sondern das Suchen nach den Worten. Man muss die richtigen Worte finden. So habe ich sie zu meiner ersten Zuschauerin gemacht, ohne noch die richtigen Worte gefunden zu haben. Sagen Sie, welchen Eindruck soll das hier eigentlich alles auf mich machen? Im Amt hat man mir gesagt, dass Ihr Vater Verbindungen aufgenommen hat zu Berufsmördern. Sehen Sie, und da habe ich schon das Thema für meine Rede. Die Menschheit in einer Zuschauerposition. Sie sind auch Zuschauer. Ja. Sie schauen zu und warten ab, was passiert. Ich kann die Welt nicht verändern. Sie ist, wie sie ist. Auch mein Vater ist der, der er ist. Jeder hat seinen eigenen Weg. Sie haben ihren und ich habe meinen. Und Verantwortung hat man sowieso nur für sich selber. Darf ich das in meiner Dankesrede zitieren? Ich möchte nach Hause. Herr Derrick. Sie haben Zeit für einen Besuch bei mir? Ja. Man hat mich im Moment beurlaubt, wegen der Morddrohungen Ihres Herrn Kaschelnik. Aha, die Sache wird also ernst genommen. Ja, ja, allerdings. Kommen Sie, Herr Derrick, trinken wir was zusammen. Übrigens, Andrea hat mich angerufen. Sie haben sie beeindruckt. Aber Andrea weiß noch nicht genau, ob sie mag oder ob sie sie nicht mag. Warum sind Sie nochmal gekommen? Ihr Freund, Herr Kaschelnik, bezahlt für einen Mordauftrag? Tja,
Irgendwie hat sich die Branche etabliert. Früher hat man jemanden zum Teufel gewünscht, heute lässt man das besorgen. Die Sache fängt an, sich durchzusetzen. Aber mir ist noch was aufgefallen. Was? Sie wissen, dass Sie ermordet werden sollen. Aber Sie sind nicht ängstlich, Sie sind neugierig. Wollen Sie wissen, wie ich darüber denke? Ja. Ich muss Ihnen gestehen, Sie, der Oberinspektor Derrick, Sie sind mir gleichgültig. Ich kenne Sie nicht, ich habe keine Beziehung zu Ihnen. Es wird vielleicht etwas mit Ihnen geschehen. Aber das ist nicht meine Sache. Gott sei Dank ist das nicht meine Sache. Kennen Sie meinen Mörder? Ob ich den kenne oder nicht? Spielt keine Rolle. Was? Ja, wissen Sie, Mörder gibt es doch mehr als genug. Wir haben Besuch. Ich habe Herrn Derrick einen Whisky eingeschenkt, aber er mag ihn nicht. Worum geht's? Er hat mich gerade gefragt, ob ich seinen Mörder kenne. Und? Kennst du ihn? Ich sagte, dass Mörder mich nicht interessieren. Und wenn Mörder für diese Welt ein Problem sind, so ist dies nicht mein Problem. Auch nicht das Ihre. Wissen Sie, es braucht eine Weile, bis man Standpunkte findet. Und jeder Standpunkt ist ein guter Standpunkt, der keine Entscheidung von mir verlangt. Da geht's Ihnen besser als mir. Oh. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein. Danke. Wie geht's Ihnen? Gut, ja. Haben Sie ein bisschen Zeit? Ja. Es tut gut, einen Menschen zu sehen, der so durch und durch ist. Ich meine, der vollkommen in Ordnung ist. Ah, da meinen Sie mich. Ja. Machen Sie mir einen Kaffee? Na, ich meine, wenn der Präsident Sie mir schon zugeteilt hat, dann können Sie mir auch einen Kaffee machen. Kaffee, gut. Wissen Sie, wo Ihre Küche ist? Ja. Schon hinter meinem Schreibtisch gesessen und nichts anderes gekannt als Arbeit. Im Kampf gegen die Kriminellen, gegen die Mörder in dieser Welt. Und was hat's gebracht? Die Leute schauen zu. Wir haben überhaupt noch nicht begriffen, dass es ihre eigene Geschichte ist, der sie da zuschaut. Harry hat gesagt, Sie wollten in Ihrer Rede genau diesen Leuten einen Tritt in den Hintern geben. Dann tun Sie's. Was? Ja, bitte. Spreche ich mit Oberinspektor Derrick? Ja, der bin ich. Ich habe gerade gesehen, dass Sie nach Hause gekommen sind. Ach, dann sind Sie der Mann, der da auf der anderen Straßenseite in einem Wagen sitzt, nicht? Sie haben mich gesehen? Ja, natürlich. Wer sind Sie und warum rufen Sie an? Ich hätte Sie gern gesprochen, wenn Sie eine Minute Zeit haben. Wollen Sie noch einmal herauskommen? Oder trauen Sie sich nicht? Hier bin ich. Mann, Mann, Sie trauen sich ja nur was. Wollen Sie wirklich über die Straße gehen? Sie machen es dem aber nicht schwer. Wem mache ich es nicht schwer? Den Leuten, die Sie umbringen wollen. Deswegen bin ich nämlich hier. Mein Name ist Kuzora. Sagt Ihnen der Name nicht? Zu den Großen habe ich nie gehört. Ich bin ein kleiner Scheißer, ein ganz kleiner. Ich habe was gehört.
Es wird eine Menge Geld geboten für den, der sie umbringt. Von wem haben Sie das gehört? Ich habe mir gedacht, dass Sie Namen hören wollen. Aber damit kann ich Ihnen nicht dienen. Ich stehe gewöhnlich nicht so nah dabei, wenn was Wichtiges gesagt wird. Und erzählen Sie mir das alles? Das frage ich mich jetzt auch. Die ganze Zeit dachte ich, was interessiert mich der Mann? Sie haben Ihre Welt und ich habe meine. Aber vielleicht wird dir der Mann mal dankbar sein. Meine, man weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wer die Leute sind, die Sie umbringen wollen, aber ich versuche es rauszukriegen und dann sage ich es Ihnen. Danke. Kurzhörer, wir haben alles vorliegen. Seine Daten, seine Vorstrafen, nichts Großes dabei. Ein windiger Bursche, keine hohe Intelligenz. Wir nehmen ihn fest und verhören. Nein, das sollten wir nicht tun. Dieser Mann gerät in Lebensgefahr. Ach was, wir nehmen ihn fest und sorgen für seine Sicherheit. Herr Derrick, wir haben da eine große Chance. Wir werden alles veranlassen. Den Mann beobachten. Mit wem verkehrt er, mit wem spricht er. Sein ganzes Umfeld wird untersucht werden. Und in seinem Umfeld werden wir dann seine Leiche finden. Sie wissen, in welcher Situation Sie sich befinden, Herr Derrick? Ja, das weiß ich nur zu gut, aber bitte nehmen Sie Kuzorra nicht fest. Vielleicht werden Sie dann die Mörder finden, aber es sind potenzielle Mörder. Sie haben also noch gar nicht gemordet. Und Sie werden sie wieder laufen lassen müssen. Harry, ich möchte gern, dass jemand anderer überwacht wird. Die Andrea Kaschonik. Ja, sehr gut, genau. Ah. Andrea, bleib so. Sehr gut, heute bist du toll drauf, Andrea, das ist klasse. Ja, genau, richtig. Ja, mehr, ja. Prima. Andrea, liebe deinen Wagen, liebe ihn, du musst ihn richtig. Ja, genau. Sie schon wieder. Wollen Sie ein Auto kaufen? Danke, ich bin mit meinem Dienstwagen durchaus zufrieden. Warum sind Sie denn hier? Weil Sie auch hier sind. Ja, ist auch ein Grund. Sie wollen also unbedingt mit mir reden. Also wenn Sie nicht mit mir reden wollen, dann sagen Sie, es ist absolut in Ordnung und ich akzeptiere das. Aber dann komme ich heute Abend wieder oder morgen früh. Worüber wollen Sie denn mit mir reden? Über den Menschen als Zuschauer? Ach, das haben Sie behalten. Ach, Worte, nichts als Worte. Ich bleibe der Zuschauer, der ich bin. Ich sehe zu, was ringsherum passiert und freue mich, dass ich nichts damit zu tun habe. Also, worüber wollen Sie mit mir reden? Ja, ich wollte Ihnen nur etwas mitteilen. Die Veranstaltung, bei der ich geehrt werden soll, die ist verschoben worden. Nein, das ist falsch. Sie ist vorgezogen worden auf morgen Abend. Es ist derselbe Festsaal, den Sie schon kennen. Warum sagen Sie mir das? Ich dachte, es interessiert Sie. Warum sollte es? Vielleicht sehen wir uns ja. Das hast du ihr gesagt? Ja. Sag mal, und das hast du dir ganz genau überlegt? Oh ja. Ich meine, jetzt kennen wir uns so viele Jahre, aber immer noch nicht gut genug. Auf jeden Fall, ab jetzt lasse ich dich keine Sekunde mehr aus den Augen. Nicht schießen! Kuzorra! Er hätte mich fast erschossen. Was denn? So schnell schießt er noch nicht. Also kommen Sie rein. Ich hab den Namen. Rabic? Er ist uns bekannt. Flüchtling aus dem ehemaligen Jugoslawien, lebt seit 2 Jahren in Deutschland, Abschiebung mehrfach beantragt, aber er ist noch hier. Adresse vorhanden? Ja, er lebt in einer WG und ist im Moment zu Hause. Jetzt zu Hause? Ja, jetzt. Wir können ihn sofort festnehmen. Ja, mit welcher Begründung denn? Er hat doch nichts getan. Also, Entschuldigung, er hat... Harry, er hat noch nichts getan. Also, mein Vorschlag ist, die Sache findet statt, so wie vereinbart. Und Rabic steht unter totaler Überwachung. Tja. Aber, Herr Derrick. Sie wissen, dass ein gewisses Restrisiko bleibt. Ich weiß das, ja.
Ach ja. Wir sehen uns alle morgen Abend, ja? Babitsch hat seine Wohnung verlassen, zusammen mit dem Mitbewohner. Beide sind in ein Auto eingestiegen. Das Auto wird verfolgt. Tönt schon lieber. Ja. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig, was man über Sie reden wird. Und was Sie darauf antworten werden. Herr Derrick, wundern Sie sich nicht, dass ich hier bin. Ich bin neugierig auf Ihre Rede. Wie fühlen Sie sich? Sie müssen nicht darauf antworten. Gehen wir. Lauter Neugierig. Du solltest jetzt langsam reingehen, weil sonst verpasst du noch deine Laudatio. Ich warte hier draußen. Okay. Meine Damen und Herren, es gibt größere Anlässe, bedeutendere, wichtigere für die Ehrung eines hochgeschätzten Mannes, aber kaum einen Anlass, dem ich mit größerer Freude nachkomme. Babitsch fährt mit seinem Wagen auf den Mittleren Ring, Richtung Innenstadt. Ich hab's mitgekriegt. Das heißt, unsere Richtung. Wir verlieren ungern einen Mann dieser Qualität an Europa. Obwohl er uns ja dort nicht verloren ist, aber seine Kollegen und seine Vorgesetzten, deren Vorgesetzter er ja nun in gewisser Weise wird, werden sein Einfühlungsvermögen, seinen intelligenten Instinkt und die Eleganz seiner Lösungen vermissen. Bavaria 1105 bleibt hinter ihm. Bavaria 1106 löst ab. Hier Bavaria 1105. Wir haben übernommen. Ja, wir haben mitgehört, verstanden. Derrick hat gerade seine Rede. Wir leben in einer Welt, in der sich die Wertvorstellungen verändert haben. Wertvorstellungen, die waren, naja, besonders nach dem Krieg. Wie ein Gehäuse, in dem sich der Mensch frei und relativ sicher bewegen konnte. Aber inzwischen leben wir auf einem Schauplatz, auf dem sich Kämpfe abspielen, in denen es
anscheinend nur eine Regel gibt, der Stärke gewinnt. Wie auch immer, der Nutzen, der persönliche Nutzen steht an erster Stelle. Was für eine Einladung an die kriminelle Welt. Gewalttaten sind Massenware geworden auf den Nachrichtenmärkten dieser Welt. Und das hat einen ganz merkwürdigen Nebeneffekt. Man gewöhnt sich an sie. Sie verlieren den Charakter des Besonderen. Sie bekommen Unterhaltungswert. Mord und Totschlag bekommen Unterhaltungswert. So werden Menschen zu Zuschauern. Die akzeptieren das Zuschauen einfach zu nichts verpflichtet. Sie genießen ihre eigene Ohnmacht. Achtung, Sie halten jetzt in der Unterführung Helene Meiering. Was machen Sie? Steigen Sie aus? Moment. Sie steigen in einen anderen Wagen. Wie sieht der Wagen aus? Es ist ein Kastenwagen. Ein kleiner Bus wie ein Geldtransporter. Ohne Fenster, aber mit der Aufschrift Party Service. Was heißt das? Ähnlich wie ein Geldtransporter? Ja, wir hatten doch schon mal sowas. Art Lieferwagen mit Schießscharten. Ist das sowas? Der Zuschauer, der spricht sich selber frei von... Der Zuschauer spricht sich selber frei von jeder Art der Mitschuld. Er hat ja auch direkt nichts damit zu tun. Die Welt wird als Spektakel betrachtet, in dem die Zuschauer in Spannung und in Atemlosigkeit gehalten werden. Aber nicht im geringsten auch nur das Gefühl haben, dass es ihr eigenes Schicksal ist, dem sie da tatenlos zuschauen. Er ist da. Er steht auf dem Innenhof der Residenz. Und, steigen die Leute aus? Nein, sie bleiben im Wagen. Ich nehme an, sie beobachten den Ausgang, aus dem Derek kommen muss. Es geht los. Zugriff. Achtung, hier spricht die Polizei. Ihr Wagen ist am Stellen. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Widerstand ist zwecklos. Ich bedauere nur, dass es keine Diskussion gegeben hat. Ich hätte Ihnen zu gern widersprochen. Begleiten Sie uns trotzdem zu unserem Wagen? Ja, gerne. Gehen Sie nicht hinaus, gehen Sie nicht hinaus. Er darf nicht hinausgehen. Andrea, danke, vielen Dank, aber es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Frau Kaschenbeck.
Ich möchte gern allein sein. Nur einen Augenblick allein sein, bitte. Nein. Ich danke dir. Ich danke dir für alles. Mach's gut, Stefan. Hey, Mr. Gentleman, old-fashioned guy. Arrivederci and goodbye. Hey, Mr. Gentleman, wir trafen uns auf vielen Wegen. Doch die Jahre.